Da habe ich dich auch direkt besiegt, ne, du kleiner Benny Boy? Ich als Venom. Applaus, Applaus, Venom. Tatsächlich hat mein Biss wohl etwas gebracht. Du wurdest tatsächlich zu Venom. Ein Moment mal, was? Was machst du denn bitte hier schief, Venom? Ach, wegen dir. Du hast mich doch gebissen, oder nicht? Wegen dir bin ich einfach zu Venom geworden. Wie du siehst, ist das meine Armee und die sind gerade nicht sehr lieb zu dir. Also du sollst lieber das tun, was ich sage. Ein Moment mal, das tun, was du sagst. Wegen dir stehe ich doch in diesem ganzen Schlamassel. Wegen dir bin ich zu Venom geworden. Hey, was hast du vor mit mir? Und warum sind hier so viele Handlanger? Sind die etwa alle auf deiner Seite? Sei sofort nett zu unserer Königin She-Venom. Genau, sonst sitzt du einer auf die Mütze. Hahaha, sofort die Hände hoch. Na los, zeig uns sofort, dass du keine Waffen hast. Na los, Männer, durchsucht ihn. Hey, das muss doch jetzt nicht sein, oder? Ich habe keine Waffen mehr dabei. Ganz ruhig. Oh Mann, das ist doch alles deine Schuld. Wegen dir bin ich in diesem Schlamassel. Schaut euch mal an, wie viele Geheimagenten hier einfach sind. Okay, ich würde sagen, Männer, holt die Spitzhacke raus. Auf ihn mit Gebrüll. Warte mal, was? Autsch, was macht ihr? Oh Mann. Oh Mann, das kann's doch nicht sein. Wo bin ich hier denn jetzt bitte? Einen Moment mal. Bin ich etwa in einem Keller oder so? Das glaube ich jetzt nicht. Wo bin ich hier bitte? Oh Mann, die Tür geht einfach nicht auf. Hey, lass mich raus. Lass mich schon endlich raus. Ich kann mich einfach nicht mehr zu Beast Boy, zu mir selber, zu Oxy zurückverwandeln. Ich bin einfach in Venoms Körper. Warte mal. She-Venom? Oh Mann, du und deine Handlanger. Ihr seid doch daran schuld, oder nicht? Oh ja, ganz genau. Wir sind an allem schuld, wie gesagt, Oxy. Und du wirst dich niemals mehr zurückverwandeln können. Niemals mehr zurückverwandeln? Oh, wieso tust du mir das bitte an? Ich habe da echt keine Lust drauf. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso kann ich mich nicht mehr zurückverwandeln? Na los, es muss doch irgendwie funktionieren. Probier's ruhig aus, so gern du möchtest. Aber naja, mein Plan hat perfekt funktioniert. Wenn ich jemanden beiße, dann kann man sich nie wieder zurückverwandeln. Oh ja, du wirst für immer ein Diener von She-Venom bleiben. Und du wirst ihr für immer dienen. Du bist jetzt Venom. Oh Mann, ihr seid doch verrückt, ganz ehrlich. Ich will hier endlich raus. Ganz ehrlich, ich krach jetzt die Tür auf. 1, 2, 3. Was? Es hat funktioniert. Wie kannst du das denn mit dir machen? Sofort die Hände hoch. Na los, geh zurück. Sonst werden wir dich abknallen. Los, geh auf einmal zurück. Los. Ja, okay, ganz ruhig. Oh Mann, das war nicht so eine gute Idee, Leute. Ich kann zwar die Tür aufbrechen, aber die haben ja alle Waffen dabei. She-Venom, wir beobachten gerade oben. Ist alles in Ordnung? Ja, geh zurück, sonst werde ich meine Schaufel benutzen. Okay, ganz ruhig. Oh Mann, ich muss mich irgendwie zurückverwandeln. Na los, ich muss einfach nur irgendwie diese Kraft spüren. Bitte, es muss irgendwie funktionieren. Bitte und, na los, irgendwie zurückverwandeln. Oh, was passiert hier? Wartet mal, es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe mich zurückverwandelt. Hey, schau dir das mal an. Ich hab's geschafft. Ich habe mich tatsächlich zurückverwandelt. Haha. Ziemlich stark. Ja, wirklich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du so stark bist. Hey, warte mal. Was sind das für Geräusche oben? Warte mal. Ist das nicht mein Freund Ussi? Aufgepasst, Ussi. Rettet Oxy alle zur Seite. Leute, da fährt einer mit dem Auto hinein. Alle aufpassen. Oh nein. Das ist bestimmt der Freund von diesem grünen Jungen. Na los, ich komme. Oh nein, wir werden angegriffen. Oh nein, das kann doch nicht sein. Ihr Beinhandler, geht nach oben. Was ist da los? Captain. Ei, Chevin, wir gehen direkt nach oben. Lalala. Aha, damit hast du nicht gerechnet. Warte mal, was? Oh Mann, was soll das bitte? Oh Mann, du machst mich so sauer. Ich werde dich sowas von noch dran kriegen. Du bist mein Symbiont. Oh Mann, lass mich in Frieden. Nimm das, Pat. Ich muss ganz schnell nach oben. Oh nein, hier sind ganz viele Wachen. Hier schnell langer. Ey, Uzi, ich komm zu dir. Fahr schon, die kriegen uns nicht. Alter, was ist eine Rettungsaktion? Fahr schnell weg, die dürfen uns ja nicht erwischen. Alter, das war ja richtig knapp. Wow, Ussi, ist das ein fliegendes Auto aus der Zukunft? Oh ja, das ist mein neues fliegendes Auto. Oha, seit wann können wir bitte fliegen? Und wohin fahren wir, wenn ich fragen darf? Oh ja, irgendwo anders, wo die uns nicht kriegen. Na los, wir müssen uns auf jeden Fall verstecken. Wir fahren jetzt in ein geheimes Krankenhaus, da wird deine Krankheit überprüft. Oh, wow, na gut, da bin ich aber echt mal gespannt. Oh Mann, fliegende Autos, das ist ja wirklich extrem cool. Oh, und wo sind wir hier jetzt bitte? Einen Moment mal, was ist das hier? Komm mal einfach mit, da hinten ist auch die Professorin. Warte mal, wo sind wir hier bitte? Was ist das für ein Ort? Oh, hier ist ja richtig kalt und warum stinkt das hier bitte so? Warte mal, die Professorin. Noch mal, Oxy. Warte mal, wer bist du denn bitte? Dr. Sloans? Dich kenne ich doch von irgendwo. Nee,
Ja, jetzt sehen wir uns schon zum dritten Mal. Zum dritten Mal? Hey, hör mal zu. Ich habe irgendeine Krankheit. Ich bin irgendwie ein Symbiont wegen Shivanim. Sie hat mich gebissen. Kannst du mich heilen? Komm erst mal mit. Ich zeig dir etwas. Hinterher? Komm, na gut, dann komm ich mal hinterher. Wieso aber bitte? Was soll denn hier oben bitte sein? Moment mal. Ich muss dir was zeigen. Oh, wer ist das denn bitte? Carnage, der ist ja auch total böse, oder nicht? Warte mal, böse? Nein. Oh, doch, ich bin böse. Und Oxy, na, da hat sich wieder getroffen, ne? Wurdest du zu Venom verwandelt von She-Venom? Ein Moment mal. Hey, hör mal zu, ich kenne Carnage. Der ist total gefährlich. Was machst du hier mit ihm? Er war auch am Anfang ein Mensch, aber ich kann ihn heilen, genauso wie dich. Oh ja, ganz genau. Wie willst du das denn bitte schön machen, Dr. Sloans? Ganz genau. Du redest zwar viel, aber kommst zu keinem Punkt. Jetzt sag schon, wie willst du das anstellen? Ihr müsst hier einfach runterhalten, die Säure reinspringen. In die Säure reinspringen? Auf gar keinen Fall. Ja, das werde ich ganz bestimmt nicht machen. Warte mal, du willst da echt reinspringen? Nein, das ist mir echt zu gefährlich. Oh Mann, das ist mir echt ein bisschen zu gefährlich, wirklich. Oh, warte mal, du verwandelst dich ja schon. Geh mal da bitte rein mit Carnage. Na gut, aber nur weil ich Uzi vertraue. Uzi, ich vertraue dir. Oh Mann, ich hoffe echt, dass da drinnen sicher ist. So, ist abgeschlossen. Oh, dankeschön. Oh Mann, hey, aber bitte nicht abschließen, ja? Oh Mann, das kannst du nicht sein. Keine Sorge, das gehört dazu. Du weißt schon, wenn wir uns berühren, werden wir unsere Fähigkeit freischalten, ne? Unsere Fähigkeit freischalten? Na gut, dann lass uns mal ausprobieren. Oh Mann, was ist denn jetzt bitte geschehen? Einen Moment mal, habe ich mich etwa verwandelt? Ich bin schon wieder Venom geworden. Oh Mann, Carnage, Bruder, wollen wir jetzt gegen She-Venom endlich kämpfen? Lass uns loslegen, nun bist du einer von uns. Oh ja, jetzt bin ich einer von euch. Hey, Dr. Sloan, lass mich hier schon raus. Hör mal auf, Tanzattacke. Tanzattacke, was ist denn jetzt los? Oh nein, das kann nicht sein. Die böse Macht ist entschlossen. Oh nein, was heißt das? Sind die jetzt einfach gefährlicher als davor? Oh, ich weiß nicht, was mit mir los, aber irgendwie will ich euch angreifen. Kommt her. Na los, kommt her. Komm mit, Carnage, Bruder. Lass uns endlich die ganze Welt zerstören. Und lass uns gegen She-Venom kämpfen. Aufhören, hey. Kommt her! Oh nein! Wo wollt ihr hin? Hey, wo könnt ihr fliegen? Naja, komm mit, wir werden diese was von noch kriegen. She-Venom, ich komme und werde mit Carnage gegen dich kämpfen. Endlich angekommen, Pleasant Park. Oh Mann, hier müsste doch irgendwo She-Venom sein, oder nicht, Bruder? Lass uns sie endlich fertig machen. Ganz genau, Bruder. Oh ja, du hast recht, aber warte mal, da sind Handlanger. Das ist von uns ein Klaps, oder nicht? Diese zwei Handlanger, die machen wir mit links fertig. Ich glaube, da hinten ist jemand. Hä? Da ist doch keiner. Was redest du? Mein Versteck ist so gut, keiner sieht mich. Oh Mann, Carnage, das kann's doch nicht sein. Na los, lass uns sie fertig machen. Ich bin hinter dir, Kollege Stürschuh. Und den kriegst du. Das kriegt ihr halt davor. Was ist das schon wieder für eine Stimme? Nein, ich glaub's nicht. Oxina, lebst du dich schon gut ein in deinem neuen Körper? Oh Mann, das ist die She-Venom, komm her! Warte mal, wo ist die denn bitte? Na los, zerstör das Haus, wir müssen sie finden. Wo bist du? Na los, komm schon raus. Wir werden dich sowas von kriegen. Na los, ich schaue im Keller nach. Dann hat sie mich zuerst eingesperrt. Warte mal, Leute, was ist los mit mir? Warum verhalte ich mich auf einmal so böse? Warum will ich unbedingt She-Venom kriegen? Ich meine, ja, sie hat mir zwar Schlimmes angetan und ich bin Venom wegen ihr, aber wieso bin ich denn jetzt auf einmal wirklich Venom? Naja, ich muss sie unbedingt finden. Ist ja auch egal, ich muss sie unbedingt finden. Ihr werdet mich niemals finden, ganz ehrlich. Ich hab dich gefunden. Was redest du? Oxy Venom, komm nach oben, ich hab sie. Oh ja, wir kommen jetzt nach oben. Einen Moment mal, da bist du ja, ne? She Venom, jetzt stehen zwei vor dir. Was willst du jetzt tun, hm? Das kann doch nicht sein. Wie habt ihr mich bitte gefunden? Hey, hört mal zu, ihr müsst mir echt nichts tun, okay? Wir sollen dir nichts tun, wegen dir bin ich Venom geworden. Warte mal, von wo kommst du überhaupt, Carnage? Bist du etwa... Oh Mann, das kannst du nicht sein. Von Dr. Sloan? Sie hat uns auf ihre Seite geholt. Wir werden dich jetzt zerstören. Oh ja, wir werden dich besiegen. Also komm schon her. Nimm das. Warte mal, wo ist sie denn mit hin? Wieso ist sie auf einmal verschwunden? Wie geht das denn? Mann, das geht jetzt nicht. Oh nein, das kannst du echt nicht sagen. Warte mal, hörst du das? Pass auf, Bruder, über uns eine Falle. Warte mal, eine Falle? Oh nein. Hasta la vista, Baby. Jetzt war's das mit euch. Warte mal, was? Nein, ey! Carnage, nein, das kannst du nicht sein. Ihm geht's nicht gut. Hey, Carnage, was ist geschehen? Geht's dir gut?
Oh, ist er getroffen? Oh nein, kann ich, das kann's doch nicht sein. Oh, warum ist mir denn auf einmal so schwindelig, Leute? Oh nein, das kann's doch nicht sein. Oh Mann, das ist wohl der Rauch von der Granate. Oh Mann, was ist das mit dem Finstaub? Einen Moment mal, wo bin ich denn jetzt bitte gelandet? Oh nein, das kann's doch nicht sein, nicht schon wieder. Hey, Shivanim, hast du mich etwa schon wieder gefangen genommen oder wie? Oh ja, ganz genau, ich hab dich schon wieder gefangen genommen. Und weißt du was, Carnage, der ist jetzt weg. Warte mal, Carnage ist weg. Oh Mann, das kann es doch echt nicht sein. Hey, hör mal zu, lass mich endlich hier raus. Nur wegen deinem Biss bin ich so verrückt geworden. Hör mal zu, meine Wachen sind jetzt auf Hochrisiko. Die haben jetzt sogar Raketengewehre und alles dabei. Also wenn du irgendwas probierst, dann werde ich dich ganz schnell einfach mal eliminieren. Hey, hör mal zu, Shivanim. Was willst du wirklich von mir, ja? Was willst du von mir? Warum nimmst du mich hier einfach gefangen und beißt mich? Ich versteh's nicht. Naja, damit du endlich einer von uns wirst. Du musst endlich deiner Venomkraft ansehen. Du musst endlich mit deiner Venomkraft zusammenarbeiten und musst auf meine Seite kommen. Komm schon, komm auf meine Seite endlich. Auf deine Seite? Ich will aber nicht auf deine Seite. Hör auf unsere Königin und mach, was sie sagt. Ich muss also das tun, was du sagst. Oh Mann, mir bleibt einfach keine andere Wahl. Die ganzen Leute haben auch schon ein Like da gelassen. Weißt du was? Ich werde es tun. Ich werde auf deine Seite kommen. Mir bleibt ja nichts übrig. Die anderen konnten mich einfach nicht retten. Sogar das mit Carnage hat nicht geklappt. Na gut, was muss ich bitte tun? Oh Mann, fantastisch. Ich bin so aufgeregt, dass du endlich auf meiner Seite bist. Das Einzige, was du tun musst, ist, mit mir mitzukommen. Mit dir mitzukommen? Na gut, aber wohin denn bitte? Wo willst du hin? Wir gehen jetzt in einen wunderschönen Ort und werden ihn einnehmen. Na los, komm schon, Venom. Na gut, ich komm mit. Ich werde es tun. Ich werde mit dir zusammenarbeiten. Oh Mann, na los, auf geht's hinterher da. Oh Mann, Shivanim, warum hat uns denn jetzt nach Tilted Towers verschlagen? Was sollen wir hier bitte machen? Ich meine, ich bin jetzt ganz deins. Ich werde genau das tun, was du willst, okay? So klingt das doch schon gut. Okay, warum wir hier sind? Naja, ich will unbedingt Tilted Towers einnehmen, verstehst du? Warte mal, du willst Tilted Towers einnehmen? Wieso das denn bitte? Was hat dir denn Tilted angetan? Naja, was sie mir angetan haben? Naja, ich will einfach die Bürgermeisterin von hier werden und möchte einfach alles einnehmen. Schau mal, die Sonne geht langsam auf und die Läden öffnen. Es wird Zeit für unseren Angriff. Zeit für den Angriff auf die ganze Bevölkerung hier. Na gut, ich bin echt mal gespannt. Boah, schaut euch das mal an, wie viele Leute hier einfach sind. Da vorne ist einer in der Pizzeria, da vorne sind Leute und... Hä, ist hier vorne etwa die Polizei? Die Polizei wird uns aber nichts antun können. Bei ihnen sehen wir so aus, als wären wir normale Menschen. Ein Mann mit seiner Frau. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag. Oh ja, hey, lass uns lieber weiterlaufen, bevor wir noch Verdacht schöpfen. Also hier ist die Stadt, die wir einnehmen sollen. Und wer sind bitte diese ganzen Bürger hier? Naja, das werden wir doch gleich rausfinden. Also du weißt, was zu tun ist. Greif die Bürger an. Los, mach alles im Chaos. Ich soll alles in Angst und Chaos und Schrecken verbreiten. Na gut, ich werde es tun. Na los, ich muss es einfach tun, dann komme ich hier vielleicht irgendwie raus. Na los, Angriff. Zu normale Bürger, mein Name ist Venom und ich bin hier, um die ganze Stadt einzunehmen. Was meinst du bitte? Ich habe gar keine Ahnung, was du redest. Wer bist du denn? Ich habe keine Ahnung. Oh nein, das Venom. Ich habe Angst. Oh was? Bitte rette mich, Papa. Oh ja, das bin ich und ich werde euch fertig machen. Kommt her. Aua, er beißt mich. Mich auch voll verletzt. Oh ja, ganz genau. Ich habe euch fertig gemacht, denn ich bin Venom der Böse. Jetzt zu dir da hinten. Warte mal, was? Nein, bitte tu mir nichts an. Ich habe hier vorne nur meine Chipspackung. Schau, ich esse doch nur Chips. Warte mal, du isst Chips? Ich mag auch Chips. Aber weißt du was? Du wirst nicht mehr lange Chips essen, denn das sind meine. Komm her! Ich mach dich fertig. Komm her, Mann. Das kriegst du. Los, mach sie alle fertig. Oh ja, das werde ich. Das war's mit dir. So, wen soll ich noch besiegen? Halt, stopp. Was machst du mit den Bewohnern? Ja, genau. Was machst du da? Was ich da mache? Naja, ich bin Venom und ich verbreite alles in Angst und Schrecken. Das weiß man doch. Ergebe dich, du Ungeziefer. Ja, genau. Die Polizei fängt dich ein. Und was, wenn ihr mich nicht einfangen könnt? Ich komm zu euch. Lalalala. Ich halt weiter. Ich kann immer näher. Nimm die Hände hoch. Keinen Schritt weiter, sonst schießen wir. Los, wir schießen gleich. Oh nein, ich komme immer und immer näher. Mir egal, was ihr tut. Wir schießen jetzt. Schießen probiert's doch. Es funktioniert nicht. Ich bin viel zu stark, denn ich bin Venom. Was ist
funktioniert nicht. Nachladen und wieder schießen. Immer weiter schießen, immer weiter schießen. Denkt ihr etwa echt, ihr seid stärker als ich oder wie? Komm her. Nein, geht nicht. Und jetzt zu dir, Tobias. Mich wirst du nicht kriegen. Ich werde dich nicht kriegen. Bleib fern! Mit der Pistole des Vertrauens werde ich dich eliminieren. Aha, das denkst auch nur du. Komm her, na los, festhalten und hau rückwärts ins Gesicht, Mann. So, jeden ausgeschalten. Hey, Venom, das war ja richtig spitzenmäßig. Du bist ja richtig stark. Du hast jeden Einzelnen besiegt. Oh Mann, das ist so attraktiv. Oh ja, ich hab's tatsächlich geschafft. Es macht echt Spaß, so stark zu sein, oder nicht? Das macht es tatsächlich, aber schau nur, er hat das Militär angerufen. Verstärkung wird kommen, das Militär ist unterwegs. Oh Mann, das kannst du nicht sein. Wir sollten echt langsam fliehen. Okay, na gut, lass uns hier abhauen und noch mehr Angst und Schrecken verbreiten. Das macht ja richtig viel Spaß. Okay, dann folg mir mal ruhig. Weißt du was, ich mag dich echt. Warte mal, was? Du magst mich? Na gut, ich komm mit. Oh Mann, das macht so viel Spaß.